Nach langer und schwerer Krankheit, früherer Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren gestorben. Angriffe des israelischen Militärs im Westjordanland, im Gazastreifen und im Südlibanon. Nach ukrainischem Angriff auf russisches Kriegsschiff, Moskau schickt Drohnen gegen Ziele in der Ukraine, mindestens 6 Tote. Ein Licht in Zeiten des Krieges, Freiwillige in der Ukraine bringen Weihnachtsgeschenke an die Front. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie mit. Schäuble starb nach langer, schwerer Krankheit. In seiner politischen Laufbahn war er Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Schäuble hinterlässt 4 Kinder und Ehefrau Ingeborg. Nach einem Angriff des israelischen Militärs auf ein Flüchtlingscamp im Norden des Westjordanlands wurden am Mittwoch mehrere dabei getötete Palästinenser beigesetzt. Der Luftschlag mittels einer Drohne hatte 6 Menschen das Leben gekostet. Das hat unter anderem die Hilfsorganisation Roter Halbmond mitgeteilt. Seit Beginn des Krieges seien bei Angriffen auf das Westjordanland mehr als 300 Palästinenser getötet worden. لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة. والقتل اليوم البشع هو من باب الفشل. إن إسرائيل اليوم في الحضيض. والذين تقاطروا لدعمها في أوائل الأحداث اليوم أصبحوا يخجلوا منها ويتنصلوا من دعمها. Das israelische Militär veröffentlichte am Mittwoch Filmmaterial, das angeblich einige seiner Eliteeinheiten im Gazastreifen zeigt. Den Angaben zufolge bekämpften Kommandoeinheiten die Hamas tief in Khan Yunis und zerstörten dabei die Infrastruktur der Terrorgruppe, einschließlich der Tunnelschächte, hieß es in einer Erklärung des Militärs. Dieses berichtete außerdem, ein Kampfjet habe über Nacht einen Hisbollah-Standort im Südlibanon beschossen. Truppen hätten am Morgen Gebiete nahe der Grenze angegriffen, vermutlich um geplante Hisbollah-Angriffe zu vereiteln. Bei verschiedenen Angriffen mit Drohnen iranischer Bauart auf rund 50 Ziele in der Ukraine sind mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Auf einem Bahnhof in Cherson erfolgte der Luftschlag, als sich gerade mehr als 100 Menschen in dem Gebäude aufhielten. Eine Person wurde getötet. Weiterer Beschuss ließ rund 70% der Haushalte in Cherson ohne Strom. Але тепер я, ну, ще більш переконуюсь, що Херсон вистоїть. От саме після таких ударів сильних, потужних, після яких хочеться спочатку плакати, а потім береш себе в руки і знаєш точно, що ми вистоїмо. Приберемо все, потім позашивають вікна, вокзал. Я думаю, і далі буде функціонувати. Ein weiterer Drohnenangriff in Odessa hat mindestens 2 Menschen das Leben gekostet und 3 weitere verletzt. Das hat der Gouverneur der Region mitgeteilt. Der intensive Beschuss durch die russischen Streitkräfte auf Ziele in der Ukraine setzte einen Tag nach der Zerstörung eines russischen Kriegsschiffs auf der Krim ein. Geschenke für die Soldaten an der Front, hier im Crop Hub in der Stadt Kropivnitski im Zentrum der Ukraine, sammeln und sortieren Freiwillige Weihnachtspräsente für die Streitkräfte. Nahrungsmittel, Ausrüstung, aber auch all das, was Mut macht auf eine bessere Zukunft. Wir nehmen Подарунки від наших діток з міста Кропивницький. Ми хочемо привітати наших хлопців, трохи підняти бойовий дух. Ми припинили рахувати ці поїздки, кількість їх, тому що кожна поїздка для нас вона, скажімо так, робиться серцем. І з кожною поїздкою ми віддаємо частинку своєї душі і тепла тим, хто захищає нас на передовій. Die Rolle des Weihnachtsmanns und des Paketbotens hat Oleg übernommen. Schon seit dem Jahr 2014 bringt er ukrainischen Soldaten Geschenke, diesmal in den Osten des von Russland überfallenen Landes.
Der zuständige Ausschuss im türkischen Parlament hat für den NATO-Beitritt Schwedens gestimmt. Nun muss noch das Parlament grünes Licht geben. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland die Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis beantragt. Finnland wurde Anfang April als 31. Mitglied aufgenommen. Für die Aufnahme Schwedens fehlt noch die Zustimmung aus der Türkei und aus Ungarn. Das US-Militär hat im Süden des Roten Meeres nach eigenen Angaben 12 Angriffsdrohnen und 5 von den Houthi-Rebellen im Jemen abgefeuerte Raketen abgeschossen. Ein Rebellensprecher bestätigte unter anderem Angriffe auf ein Handelsschiff im Roten Meer. Das US-Militär gab bekannt, an dem Einsatz seien unter anderem Kampfflugzeuge einer US-Flugzeugträgergruppe beteiligt gewesen. Kein Schiff in dem Gebiet sei zu Schaden gekommen und man habe keine Kenntnis von Verletzten. Die Schifffahrtskrise im Roten Meer ist noch nicht bei den Verbrauchern angekommen. Der Preisanstieg durch die Angriffe auf Handelsschiffe hält sich vorerst in Grenzen. Doch bei Möbeln und Autos ist schon jetzt zu merken, die Umwege, die die Containerschiffe nehmen müssen, haben Auswirkungen auf Lieferzeiten. Rund 12% der weltweit transportierten Waren werden durch das Rote Meer verschifft, ein Warenvolumen von rund 1 Billion US-Dollar. The Houthis have this ability to really threaten it, because at the southern end of the Red Sea, through the Bab el-Mandab Straits that lie between Yemen and Djibouti, it's only about 18 to 20 miles wide, a choke point. Die Houthi sind eine vom Iran gestützte islamistische Gruppierung. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas befinden sie sich auf der Seite der Palästinenser. Die Rebellen haben Dutzende Schiffe angegriffen. Beobachtern zufolge könnten sie den Konflikt im Nahen Osten zum Eskalieren bringen. Eine Eingreiftruppe unter Führung der USA hat Kriegsschiffe in die Region entsendet. The Houthis say that they're going to continue these attacks as long as the Israeli attacks on Gaza continue. It's tapping into that really deep anger at the massive amount of destruction, loss of civilian life in Gaza, the nature of the Israeli bombardment. The United States and its allies have some options. They can be very aggressive. They can decide to take out some of these positions, although it's very difficult in the hills of Yemen to do this targeting. The Houthis were able to send missiles into Saudi Arabia to hit Saudi targets, including vital oil infrastructure, and also into the United Arab Emirates. It has missiles that can go well over 1,000 miles. So very dangerous. It's a massive escalation. But doing nothing could also be very problematic. Unterdessen zeigt der erhöhte Treibstoffverbrauch durch den Umweg der Containerschiffe bereits Auswirkungen auf die Umwelt. There is one cost that is going to be certain. It is the environmental cost that we all, or our planet, has to pay, actually. There will be an additional 25, 30 or even up to 35% of carbon emission, additional carbon emission. The shipping industry is responsible for the 3% of all the emissions in the world. It's a huge number, actually. In Port Sudan am Roten Meer wütet die Cholera. Wegen des Krieges mangelt es dort an medizinischer Versorgung und Medikamenten. Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 2000 Fälle der Krankheit bestätigt. Dabei funktionieren schätzungsweise 70% der Krankenhäuser nicht. Es gibt große Probleme mit mangelnder Hygiene, was die Ausbreitung von Krankheiten nur weiter begünstigt. Zuletzt stellte die EU 800.000 Euro an Hilfsmitteln für den Sudan bereit, um zur Bekämpfung der Cholera-Epidemie beizutragen. Fast 60 französische Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich schützend vor ihren Kollegen Gérard Depardieu gestellt. Auch andere Prominente haben sich an der Aktion beteiligt.
Diese umfasst einen in der Zeitung Le Figaro veröffentlichten offenen Brief. Darin prangern sie den Lynchmord an, von dem Depardieu bedroht sei. Gegen den 75-Jährigen wird wegen Vergewaltigung ermittelt. Außerdem werfen ihm mehrere Frauen sexuelle Nötigung und Gewalt vor. Was passiert nach den Feiertagen eigentlich mit dem Weihnachtsbaum? Hat er als Weihnachtsdekoration ausgedient, wird er zu Sperrmüll. In Rumänien kosten Tannenbäume in der Vorweihnachtszeit je nach Größe bis zu 80 Euro. In Bukarest werden viele unverkaufte Weihnachtsbäume einfach von den Händlern zurückgelassen. Viele Passanten konnten so einen Weihnachtsbaum, den sie sich an Heiligabend nicht leisten konnten, einfach umsonst mitnehmen. Și seara 80 de lei. Pe nu, domnule, ieftinește, îl dai cu 50 de lei. Și ai vânzare, n-au spiritele comerciale. Doch Weihnachtsbäume sind nicht nur schön, sie verursachen auch Umweltbelastungen. Deshalb diskutieren immer mehr Menschen über nachhaltigere Lösungen bei der Entsorgung. Doch in Rumänien ist man noch nicht so weit. Nu îi interesează pe nimeni de partea de sustenabilitate, de ce se aruncă, pentru că omul la final pe 25 decembrie strânge brazii. Doch Weihnachtsbäume sollten nicht einfach stehen gelassen werden, denn sie verrotten nur sehr langsam. Viele von ihnen sind zudem chemisch belastet. Nachhaltiger wäre es, den Baum neben die Restmülltonne zu stellen oder ihn im eigenen Garten auszupflanzen.